Ich hoffe, Sie sind gut darauf eingestellt. Da wir sehr viel reden, ich weiß, es kann noch viel, aber müssen wir uns leider aufteilen, denn sonst weichen unsere Stimmen nicht. Und wir werden anschließend, Frau Lietsch wird eine Schritte führen, die macht den Weg andersrum, die sehen alles dasselbe und anschließend treffen wir uns zur Verkostung auf. Das ist also alles nicht so schlimm. Also, ich sage Ihnen mal, jetzt fangen wir offiziell. Sie sind hier auf Henkel tätig, im Stammsitz der Familie Henkel. Und wir haben hier unsere Büros und unsere Produktion von sich selbst. Die Firma wurde gegründet 1832 von dem Herrn ganz rechts in dem weißen Rahmen. Sie können ihn nachher mit Bildern mal ein bisschen näher sehen. Das ist ja ziemlich weit weg hier. Aber das war Adam Henkel. Er ist ein Weinhändler gewesen in Mainz. Er hat Wein gekauft und verkauft. Und somit hat er den Sekt seines Vaters, den Großvater, Henkel Tropf. So, hier bleiben wir gleich nochmal stehen. Mainz. Und vielleicht wissen Sie es noch aus der Schulzeit. Verstehen, was Sie denken. Das werden wir lange nicht mehr schneller machen können. Die Korbwälder in Spanien der zylindrischen Form in die Flasche. Die werden in der Flasche erst zu dem Pilz gepresst. Und wenn Sie jetzt mal eine Flasche aufmachen und Tür bitte aufnehmen, den Korb, sonst verlieren Sie. Bei den anderen Dieter Parodi, doch bitte auch.